Das Dorffest der Freiwilligen Feuerwehr ist eine Tradition, die in Haschendorf hochgelebt wird. In diesem Jahr gab es außer den üblichen Festlichkeiten auch einige Ehrungen, die Bürgermeister Alfred Rosenmeier gemeinsam mit Landesrätin Petra Bohuslav feierlich überreichte. Wir grüßen euch, ihr lieben Freunde. Dorffest in Haschendorf, ist das mittlerweile schon eine Tradition? Das ist mehr wie Tradition. Ohne dem Dorffest wird es, glaube ich, bald Haschendorf nicht mehr geben. Es ist ein immer sehr gelungenes Fest und das Dorffest hat es natürlich insofern positiv in sich, weil es nicht nur die Bewohner des Dorfes ist, die herkommen zu uns. Und unsere Ebenfurterinnen und Ebenfurter, das ist ein weit bekanntes Fest und ist in den 3 Tagen mehr wie ausgelastet und hat immer einen sehr guten Ruf. Für was steht die Freiwillige Feuerwehr Haschendorf? Wir stehen für alles. Wir sind da für Tag und Nacht, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Auch heuer, auch beim Fest, haben wir eine Einsatzgruppe und fahren auch während des Fests unsere Einsätze, wo dann noch vielleicht ein oder anderes Service etwas langsamer wird. Aber ich glaube, unsere Gäste honorieren das trotz allem. Ich weiß, dass die Feuerwehr Großartiges leistet tagtäglich für uns in Haschendorf. Und dementsprechend ist es auch gut, wenn man hier mal dann gemütlich zusammensitzen kann und mit der Feuerwehr gemeinsam feiert. Was gefällt Ihnen am besten hier? Die Dorfgemeinschaft eigentlich, ja. Das sind alles Bekannte von mir und ich wohne schon lange genug hier. Und das ist, sollte sich raus nicht sein, der Tischler und wirklich sehr urtümlich lieb. Es ist einfach der Zusammenhalt und das Plaudern miteinander. Das ist für mich das Schönste. Heute gibt es auch ein paar Ehrungen. Worum geht es da genau? Wir haben heute das Glück, dass wir einerseits 4 Jungfeuerwehrmänner von der Jugendfeuerwehr in den Aktivdienst überstellen dürfen. Anschließend haben wir noch die Ehrung von 25, 40, 50 und 60 Jahren verdienstvollen Tätigkeiten. Und ich betone nicht umsonst verdienstvollen Tätigkeiten, weil gesagt, die mit 60 Dienstjahren sind nach wie vor voll mit dabei, haben heute auch mitgeholfen beim Festaufbau. Also die sind auf alle Fälle verdienstvoll. Und das ist super und es freut mich, wenn man da eine Ehrung aussprechen kann. Hey!